Wunder, Sieg, Versorgung Gottes. Das ist das, was jeder in seinem Glaubensleben, in seinem ganz natürlichen Leben einfach braucht. Du brauchst heute Wunder, Sieg und Versorgung, garantiert. In irgendeiner Situation wirst du heute sagen, ich brauche das, Herr. Ich habe dazu eine Geschichte gefunden aus 2. Könige 3. Die möchte ich dir gerne kurz berichten, damit du erfassen kannst, ja, es gibt Wunder, Sieg und Versorgung Gottes. Nicht nur damals, sondern heute. Denn Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. 3 Könige ziehen gemeinsam gegen den Feind aus. Sie sind lange unterwegs und dann stellen sie etwas fest. Das Wasser fehlt. Wasser ist ausgegangen. Sie haben kein Wasser zum Trinken. Eine sehr, sehr schwierige Situation. Kein Ausweg da, irgendwie an Wasser zu kommen. Und Josaphat, einer der Könige, lässt Elisa den Propheten holen. Sein Anliegen ist es eigentlich, in dieser Situation, in der wir jetzt wirklich herausgefordert sind, brauchen wir eine übernatürliche Antwort von Gott. Eine übernatürliche Weisung, was sollen wir jetzt tun? Wir müssen uns in den Situationen, in denen wir ausgeliefert sind, in denen wir stehen, in denen wir einfach leben, wir müssen oft Weisung, etwas Übernatürliches von Gott haben, damit wir in unserem natürlichen Leben vorangehen können. Elisa befragt Gott und Gott antwortet ihm. Er sagt, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt. Ihr, eure Herden und euer Vieh. Das war das, was Gott Elisa sagt. Etwas, was völlig unmöglich ist. Etwas, was gar nicht eigentlich im Natürlichen geht. Und Gott legt noch etwas obendrauf. Er sagt, und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn, so spricht Gott durch Elisa, er wird auch Moab, den Feind, in eure Hand geben. Und kurz darauf heißt es, da kam Wasser von Edom her und füllte das ganze Tal und sie konnten trinken, sie konnten Stärke gewinnen und das Land füllte sich mit Wasser. Ein Wunder vor ihren Augen. Vielleicht brauchst du heute ein Wunder. Vielleicht brauchst du eine übernatürliche Antwort. Und wie geht das? Wie komme ich an eine übernatürliche Antwort? Du musst dich immer wieder üben in dem Hören auf Gottes Wort. In dem, was du hörst in Predigten, kannst du Gottes Wort hören. Du musst dich selber schulen, dass du ganz schnell und empfindsam wirst für das Reden Gottes. Der Heilige Geist in dir will dir helfen, er wird dir helfen, er wird zu dir sprechen. Eine Hilfe wird dir sein, wenn du das Wort Gottes liest, wenn du es studierst, wenn du dir Zeit nimmst. Wenn du wirklich Verabredungen mit Jesus hast, wird er dafür sorgen, dass du seinen Plan, seine übernatürliche Strategie empfangen kannst. Du kannst dich mit gläubigen Menschen, die wirklich im Glauben feststehen, mit ihnen kannst du sprechen und auf ihren Rat hören. In jedem Fall wird Gott zu dir sprechen. Er hört nicht auf zu reden. Er hat damals geredet zu Elisa, zu den Königen. Genauso will er heute sprechen. Der Heilige Geist redet in dir. Vertrau darauf. Lass dein Ohr geschärft werden, dieses geistliche Ohr, dieses innere Ohr, dass du die Weisungen von Gott hörst. Was soll ich tun in dieser oder jener Situation? Und geh da in Ruhe und im Vertrauen rein. Du brauchst keine hektischen Entscheidungen zu treffen, sondern warte auf das Reden Gottes. Der Heilige Geist wird dir helfen. Gott hat mehr für dich.